Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Matthäus 28, Vers 20, da steht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit Jesus kannst du rechnen, Tag für Tag, jeden Tag, und er wird dich nicht verlassen. Er wird auch nie verschwinden und dich auch nie alleine lassen. Auch heute wollen wir dir wieder Hoffnung machen. Hoffnung um 12. Und heute das Thema: Deine geistliche Temperatur. Wir möchten auch gerne für dich beten, wenn du Gebetshilfe brauchst. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wie sieht deine geistliche Temperatur aus? Wir sind momentan in der Sommerzeit und haben schon ein paar Tage erlebt, die sehr, sehr heiß waren, und alles war so richtig heiß und ist zum Teil noch so richtig heiß. Und die Fliesen und die Fassade und der Teer und alles wird heiß, weil die Umgebung heiß ist. Und wenn wir sehen, wir können genauso gut Eiswürfel nehmen, was ja auch eine schöne Sache ist, um Getränke zu kühlen. Also das Getränk nimmt wieder die Kühle an oder die Temperatur der Eiswürfel. Oder wenn wir kochendes Wasser haben zum Nudeln machen oder Eier zubereiten, nehmen die Eier und die Nudeln auch diese Temperatur an. Und ich sag dir, die geistliche Temperatur, du nimmst auch diese an, wie sie in deiner Umgebung ist. Und ein Mensch hat mal gesagt, ich sag dir, wer du bist, sage du mir 5 Personen, mit denen du ständig Umgang hast. Und die Menschen um dich herum, die bestimmen deine geistliche Temperatur. Und so viele von uns reihen sich bei Menschen ein, die ungefähr die gleiche geistliche Temperatur haben oder eine, die sogar niederer ist, weil man sagt, den kann man was sagen und so weiter. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Fehler, aber du brauchst auch Menschen um dich herum, wo die geistliche Temperatur wesentlich höher ist, wo du als Vorbild hast, um deine geistliche Temperatur auch höher zu bekommen. Sonst bleiben wir immer auf dem gleichen Standard. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns Menschen zur Seite stellst, wo Vorbilder sind. Herr, wo die eigene geistliche Temperatur, Herr, heißer wird. Herr, weil wir sagen, das brauchen wir und das Vorbild, das möchten wir erreichen. Und Herr, schenke du da uns das Verlangen dazu, dass wir uns nicht immer auf einer Ebene bewegen, wo wir nichts tun brauchen und alles schön lauwarm ist. Herr, wir wollen brennen für dich und schenk uns Menschen, die auf unserem Weg sind, Herr, wo brennen, wo wir sagen, da möchte ich hin. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir möchten dich ermutigen, an Gottes Hilfe festzuhalten. Und wir werden nachher Zeugnisse hören, wo Menschen das berichten, wie Gott ihnen geholfen hat. Aber zuerst möchten wir beten für die Anliegen, die eingegangen sind. Und diese Frau berichtet von großen Problemen nach Krebsoperation. Sie schreibt: Bitte betet für meine Gesundheit und dass ich das Leben wieder meistern kann. Nach Krebsoperation und Chemotherapie habe ich wieder begonnen zu arbeiten. Jedoch die Schmerzen in Händen und Füßen und die Nervenschädigung durch die Chemo ist noch sehr stark und beeinträchtigt mein Leben enorm. Dadurch bin ich viel abgeschlagen und einfach fertig, habe einen Antrag auf EU-Rente gestellt. Ich bin so verzweifelt. Bitte betet für Heilung oder dass ich die Rente bekomme. Ich weiß nicht weiter. Herr, hilf. Ja, Jesus, du siehst diese verzweifelte Frau und sie kommt zu dir. Und ich danke dir, dass du sie kennst und dass du um sie weißt und dass du ihr ganz nahe bist. Danke, Jesus, dass du diese Schmerzen weißt, diese Nervenschmerzen und diese ganzen Dinge von der Chemotherapie, wo da durch diese Krebsgeschichte einfach noch da ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du ihre Hilfe und ihre Kraft bist. Danke, Jesus, dass alles verschwinden muss,
was nichts taugt und was nicht von dir ist. Danke, Jesus. Danke, dass du ihr nahe bist, dass du ihr hilfst und dass sie wieder eine Perspektive hat für ihr Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt ein Gebetsanliegen für ihre Schwiegertochter. Meine zukünftige Schwiegertochter ist schwer krank. Sie ist bipolar erkrankt und leidet unter einer schweren Angststörung. Auslöser war ein Hundebiss. Ansonsten ist sie eine herzliche und nette Person. Bitte betet für das arme Menschenkind. Im Voraus bin ich dankbar. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du auch ein Gott bist, der Angst besiegt hat. Amen. Am Kreuz von Golgatha. Ja. Und ich danke dir, dass du dieser Frau begegnest und dass diese Angst verschwinden muss. Wir entmachten diese Angst in ihrem Leben, auch vor diesem Hundebiss oder vor den Hunden. Und ich danke dir, dass sie heil sein darf und dass diese Angst verschwinden muss. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der sie vollkommen wiederherstellen kann. Und das glauben wir. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei der Ursache von diesem Erlebnis. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau wegen ihrer Augenprobleme. Liebe Isolde, lieber Daniel, danke, dass ihr für mich betet, dass der Druck im rechten Auge ohne OP gesenkt wird und dem Sehnerv nicht weiter schadet. Das linke Auge wurde schon operiert. Ich vertraue Jesus. Danke, Herr. Herr, für jeden, der dir vertraut. Und das ist wirklich das Richtige, was wir tun können. Und danke, Herr, dass auch dieser Augendruck, Herr, wir befehlen in deinem Namen, Jesu, dass er Normalität annimmt und in Normalität funktioniert dieses Auge, dass keine OP nötig ist. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst und danke, Herr, dass du wunderbar dieser Person zur Seite stehst. Amen. Amen. Jesus hilft auch bei Masterarbeiten und an der Uni. Folgendes Gebetsanliegen kam. Hallo, zurzeit schreibe ich an meiner Masterarbeit. Ich komme leider nur ganz langsam und mit viel Mühe voran. Oft wache ich morgens schon mit Bauchschmerzen auf und muss mich zwingen, überhaupt an die Uni zu fahren und was zu schaffen. Ich muss in der Bibliothek oft weinen, weil ich nicht weiter weiß und Angst habe, dass ich versage. Ich kann mich ganz schlecht konzentrieren, bin antriebs- und motivationslos. Bitte bete, dass Gott mich begleitet durch die nächsten Monate. Ja, Herr, du kennst die Situation und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass auch der ganze Druck und der ganze Zwang und der ganze Berg der Unmöglichkeiten weicht, Herr. Herr, dass wieder, Herr, Durchblick da ist, Freude am Lernen da ist und wirklich, dass Freude dran ist, das Ziel zu erreichen. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Schaff da bitte eine Leichtigkeit hinein, Herr, dass wirklich das Ganze nicht zum gesundheitlichen Problem wird, sondern zu einem Erfolg. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Viele Menschen schreiben uns, die Gottes Hilfe erfahren haben und wir haben wieder ein paar Ausschnitte mitgebracht. Und eine dankbare Frau schreibt uns, dass Gott heute noch Wunder tut und das ist wahr. Sie schreibt, mit großer Dankbarkeit schreibe ich euch, das nächtliche Aufschrecken aus dem Schlaf ist geheilt. Herzlichen Dank für die Gebetsunterstützung. Ehre sei unserem Gott, der auch heute noch Wunder tut. Jesus befreit. Ein Mann schreibt uns, dass er frei geworden ist. Vor 14 Tagen bat ich am Telefon um Gebet bezüglich Durchfall und Reizdarm. Nach dem Gespräch spürte ich eine wunderbare Wärme in meinem Unterbauch. Es ist noch nicht ganz geheilt, aber der Anfang ist gemacht. Bei den Heilungstagen im März 2022 bin ich von Okkultismus, Spiritismus, Pendeln, Astrologie und bösen Geistern frei geworden. Jesus ist wahrhaft der Sieger. Herzlichen Dank. Was für eine Verwandlung oder Umkehr in einem Leben. Wie schön. Und eine Heilung von den letzten Heilungstagen, schreibt eine Frau.
Ich habe schon längere Zeit wegen meiner Gelenke, besonders der Knie, gebetet und geglaubt. An den Heilungstagen wurden wegen Arthrose gebetet. Ich habe meine Hände auf meine Knie gelegt und Gott hat geheilt. Halleluja, danke. Gott heilt gerne. Ja, das ist wahr. Gott heilt gerne, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Eine Frau schreibt Folgendes. Ich bat im Dezember 2021 um Gebet, dass in meinem Leben gottgegebene Beziehungen und Verbindungen entstehen. Ich habe eine wunderbare Gebetserhörung erlebt. Gott reinigte und entfernte alles aus meinem Leben, das nicht von ihm ist. Ich habe Wiederherstellung und Neuanfang erfahren. Halleluja! Bei Gott sind alle Dinge möglich. Danke, Jesus! Ja, Wiederherstellung und ein Neuanfang. Das ist eine wunderbare Wendung. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir haben es gerade gehört. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es so gern an dieser Stelle anderen vorlesen. Ja, ich möchte dir wirklich heute raten, überleg mal, wen du dir als Menschen zum Vorbild nimmst. Natürlich ist dein Gott das ganz große Vorbild, aber der geistig weiter ist wie du, der mehr brennt als du, wo du wirklich sagst, in das möchte ich, in diese Ebene möchte ich kommen. Mach dir mal wirklich Gedanken, dass du aus deinem Trott rauskommst, aus deinem Niveau, wo du sagst, ja, die sind alle so ähnlich wie ich. Such dir jemand, der wirklich dir zum Vorbild ist. Deine Anliegen sind uns wichtig und wir beten gerne dafür. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und ganz besonders möchten wir dich einladen. Diese Woche sind wir im Norden. Wir sind am Freitag in Hamburg, Samstag sind wir in Hannover und Sonntag sind wir in Essen. Die genauen Daten kannst du auf unserer Webseite sehen. Es wäre so schön, dich mal vor Ort dort zu treffen und dass wir gemeinsam einen wunderbaren Ermutigungsgottesdienst erleben. Und wir freuen uns schon jetzt auf unsere Nordtour und würden uns natürlich auch freuen, wenn wir dich dort begrüßen könnten. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.